So, es ist Punkt 11 Uhr und damit heiße ich Sie, liebe Teilnehmer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Das Thema lautet in 7 Schritten zu einem erfolgreichen Mitarbeiterempfehlungsprogramm. Kurz vorab etwas zur Stimme, die Sie hören. Mein Name ist Carmen Baratsch und ich werde Sie heute moderativ durch dieses Webinar begleiten. Außer mir ist natürlich unser heutiger Gastreferent anwesend. Das ist der Herr Martin Sulzbacher. Er ist Head of Customer Success bei der Firma First Bird und er wird auch sich und das Thema und das Unternehmen gleich eingehender vorstellen. Bevor wir dies jedoch tun, würde ich Sie, liebe Teilnehmer, bitten, dass wir der Form halber nur kurz die Technik testen. Und das machen wir so, dass Sie bitte im Chat, den finden Sie ganz unten in dem Webinar-Bedienpanel, dass Sie uns da eine kurze Nachricht absetzen und nur kurz schreiben, ob Sie uns gut hören können, ob Sie den Bildschirm von Herrn Sulzbacher schon sehen können. Und wenn Sie das getan haben, dann sind wir eigentlich auch schon startklar und ja, können weitermachen. So, ich sehe schon die ersten Rückmeldungen. Super, Dankeschön. Nur kurz vorab ein paar einleitende Worte zu First Bird. First Bird ist ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm, das eben HR-Manager und Recruiting-Manager dabei unterstützt, mehr Empfehlungen zu erhalten, um ihr Recruiting zu verbessern. So ganz in Kürze, wie gesagt, ich will nicht allzu viel vorwegnehmen. Von daher würde ich sagen, es passt alles. Danke nochmals für die Rückmeldungen. Und damit, Herr Sulzbacher, können Sie starten. Bitte schön. Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank für die kurze Einleitung und herzlich willkommen zu unserem Webinar heute. Ich freue mich, dass ich Sie dadurch begleiten kann und Ihnen ein bisschen unser Thema Mitarbeiterempfehlungen näher bringen kann. Vielleicht ganz kurz, bevor wir hier in das Thema reingehen, nämlich Ihr Weg zu einem erfolgreichen Mitarbeiterempfehlungsprogramm. Zum Unternehmen First Bird und zu mir. First Bird ist, wie gesagt, ein digitales Mitarbeiterempfehlungsprogramm, wurde 2013 gegründet mit der Idee und mit dem Ziel, das Thema Mitarbeiterempfehlungen, das es ja schon sehr, sehr lange gibt. Also unser Gründer, der Arnim, erzählt immer die Geschichte von Julius Caesar, der damals schon im War for Talents auf das Thema Mitarbeiterempfehlungen zurückgegriffen hat, nämlich für seine Soldaten in seiner Armee. Da gab es eine Prämie, wenn seine bestehenden Soldaten neue Soldaten anwerben und diese dann erfolgreich tätig sind. Also so weit zurückreichen unsere Wurzeln nicht. Bei uns begann alles 2013, aber ganz stark geprägt von der Idee, das Thema Mitarbeiterempfehlungen ist ein sehr wirksamer Recruiting-Kanal, aber zu den bisherigen manuellen Mitarbeiterempfehlungsprogrammen, da gibt es immer den einen oder anderen Pferdefuß, da gibt es immer das eine oder andere Thema, wo es nicht so ganz funktioniert. Zusammengefasst geht es da sehr viel um das Thema Kommunikation und um das Thema Feedback und Wertschätzung. Das sind Dinge, die wir uns im Laufe des Webinars noch ansehen möchten. Und aus dieser Idee heraus wurde First Bird gegründet, einfach um den Prozess des Mitarbeiterempfehlens zu digitalisieren und Firmen hier zu unterstützen und hier den Weg zu erleichtern, damit sie da einfach erfolgreicher tätig sein können. Ich selbst kenne First Bird seit 2015 und zwar aus der Kundenseite. Also ich war sehr lange in meiner Karriere Personalberater, Unternehmensberater, bin dann in den HR-Bereich gewechselt, also in den operativen HR-Bereich und war dann Personalleiter eines mittelständischen österreichischen Unternehmens und dort habe ich 2015 First Bird implementiert. Das heißt, ich habe da bin dann jetzt gewechselt, bin seit August diesen Jahres bei First Bird für den Bereich Customer Success verantwortlich. Das heißt, ich soll und darf und werde unsere Kunden dabei unterstützen, so erfolgreich wie möglich mit First Bird zu arbeiten. Und da bringe ich eben, und das ist sehr spannend, denke ich, für viele unserer Kunden, das merke ich auch, diese Erfahrung mit rein. Ich war selbst Personalverantwortlicher, ich habe selbst First Bird eingeführt und über 2 Jahre damit gearbeitet. Habe so ein bisschen die Kinderkrankheiten noch miterlebt, so ein bisschen die Probleme, die ich auch selbst in meinem Unternehmen hatte. Ja, und aus dieser Erfahrung heraus von mir und auch von vielen anderen unserer Kunden haben wir jetzt hier diese 7 Schritte erarbeitet, durch die ich Sie geleiten möchte und wo ich Ihnen so den einen oder anderen Anhaltspunkt hoffe, mitzugeben,
was es zu bedenken gilt, wenn man sich dem Thema Mitarbeiterempfehlungsprogramm nähern möchte. Aber so der erste Schritt ist vielleicht auch, warum Mitarbeiterempfehlungen? Also wie gesagt, Julius Caesar hat das schon ganz gut gefunden. Wir merken, dass immer mehr Unternehmen auf das Thema jetzt wieder aufmerksam werden. Aus einem ganz einfachen Grund, wenn sie ein Inserat schalten, wenn sie auf ihrer Jobseite inserieren oder wenn sie online auf einer Jobbörse aktiv werden, erreichen sie im Großen und Ganzen diese 25% hier, die ich hier darstelle, nämlich die aktiv auf Jobsuche befindlichen Personen. Das ist normalerweise, wie die traurige Erfahrung von vielen Recruiting-Verantwortlichen und Personalverantwortlichen zeigt, sind das nicht immer die Personen, die wir uns wünschen, das sind nicht immer die Personen, die gut zu unseren ausgeschriebenen Positionen passen. Und da gibt es immer irgendwie eine Lücke, die man gerne schließen würde. Und diese Lücke ist eigentlich eine sehr große, wie man hier sieht. Diese circa 60% der Personen, die, nennen wir es mal, passiv auf Jobsuche sind, also die an sich zufrieden im Job sind, die nicht so dringend aktiv auf Jobsuche sind, dass sie auf Stellenanzeigen reagieren, dass sie auf Jobportalen unterwegs sind und dort nach Jobs suchen, die aber so eine Grundwechselwilligkeit haben. Und diese Grundwechselwilligkeit, diese Personen wollen wir erreichen, und da ist der Weg über die eigenen Mitarbeiter und über das Netzwerk der eigenen Mitarbeiter ein sehr, sehr guter. Denn wenn die Jobs teilen, wenn die hier aktiv werden, dann erreichen sie ein Netzwerk an Personen, die dann sozusagen über Jobs stolpern oder über Ausschreibungen stolpern, auf diese normal nicht aufmerksam werden würden. Ich möchte Ihnen aber vielleicht noch ganz kurz, das habe ich vergessen, anfangs zu erwähnen, wenn Sie Fragen haben, Sie können die gerne im Chat stellen. Wir werden versuchen, die Fragen am Ende zu beantworten. Wenn es eine ganz, ganz brennende Frage ist, dann wird meine Moderatorin hier zwischengrätschen, haben wir vereinbart. Und ich werde dann gleich direkt auf die Frage eingehen. Ansonsten hätten wir am Ende des Webinars einen Fragenblock reserviert. Gut. 5 Gründe, warum Sie nicht auf Empfehlungen verzichten dürfen. Also ein paar habe ich schon erwähnt. Ich möchte sie jetzt aber nochmal kurz mit Ihnen durchgehen. Wie gesagt, das Thema ist präsent, wir merken es. Wir waren vor kurzem in Köln auf der Zukunft Personal, und da sind sehr viele Personen, sehr viele HR-Verantwortliche auf uns zugekommen. Die haben nicht mehr gesagt, was ist das überhaupt, was ihr da macht, und warum soll ich überhaupt auf das Thema Empfehlungen setzen, sondern die sind eher auf uns zugekommen und gesagt, wie mache ich es denn? Warum soll ich mit euch zusammenarbeiten? Brauche ich euch? Kann ich das nicht manuell machen? Und auf diese Fragen möchte ich jetzt ein bisschen mit den Gründen und dann vor allem auch mit den 7 Schritten eingehen. Ein sehr, sehr wichtiger Grund, das war auch für mich eigentlich der Hauptgrund, warum ich ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm eingeführt habe, ist das Thema der Qualität. Also durch ein Empfehlungsprogramm werden Sie wahrscheinlich nicht eine Unmenge an Bewerbungen generieren. Also die Quantität ist ja kein Thema. Aber die Qualität ist dafür eine sehr hohe, einfach weil die Bewerber, die über diesen Weg zu Ihnen kommen, die empfohlenen Kandidaten und Kandidatinnen, sind einfach durch einen anderen Prozess gegangen. Die haben ein Inserat gesehen, die haben schon mit einem ihrer bestehenden Mitarbeiter gesprochen, die haben ein sehr gutes Bild vom Unternehmen, und ich sage immer scherzhalber, die haben sich vorher sehr, sehr gut bei einem bestehenden Mitarbeiter über das Unternehmen informiert, und wenn sie sich trotzdem bei Ihnen bewerben möchten, dann haben Sie schon mal eine sehr gute Ausgangsposition. Und wenn wir ehrlich sind, die Zielgruppe, die wir hier oft ansprechen möchten, sind Fachkräfte, das sind Personen, die eben nicht, auch weil sie es nicht nötig haben, nicht aktiv auf Jobsuche sind. Das ist nicht mehr so, dass die Bittsteller sind, die sich freuen dürfen, wenn sie von uns zu einem Gespräch eingeladen werden und die dann in einer demütigen Haltung zum Gespräch kommen und sich freuen, dass sie hier sein dürfen, sondern da passiert oft im Idealfall der Austausch auf Augenhöhe. Das heißt, das sind Personen, die sich aussuchen können, die sich gut überlegen, wo sie hingehen möchten. Und die sind sehr wählerisch und die sind sehr vertrauen, aber dann hoffentlich auch sehr auf ihr privates Netzwerk. Deswegen die Qualität, und das zeigt einfach die Erfahrung, ist besser. Die empfohlenen Kandidaten sind 15% produktiver. Und wir haben, also ich zum Beispiel hatte eine Einstellungsquote von 1:2. Das heißt, ich habe von 2 Bewerbungen habe ich eine Person eingestellt.
Unsere Kunden haben im Schnitt eine ein bisschen schlechtere Quote, da haben wir 4 zu 1, das heißt, 4 Bewerbungen generieren eine Einstellung. Alle von Ihnen, die im Recruiting tätig sind, werden aber bestätigen, dass das immer noch eine sehr, sehr gute Quote ist. Das heißt, Qualität geht hier auch vor Quantität. Auch hier nochmal eine Erfahrung von mir selbst. Ich habe dann FirstBird und das Thema Mitarbeiterempfehlungen durchaus auch für, wie soll ich sagen, also ich habe bei einem Versicherungsmaklerunternehmen gearbeitet. Wir haben sehr viel Assistenz- und Sachbearbeitungspositionen zu besetzen gehabt. Wenn ich hier ein herkömmliches Inserat geschalten habe, bei einer sehr guten, bekannten österreichischen Online-Plattform habe ich um die 200, 250 Bewerbungen dafür bekommen. Das war für meine kleine HR-Abteilung ein irrsinniger administrativer Aufwand. Diese Jobs habe ich dann über FirstBird geschalten, das haben dann meine Kollegen auf Facebook geteilt. Plötzlich hatte ich 10 Bewerbungen pro Inserat, aber davon hätte ich 8 Personen einstellen können. Das heißt, die Qualität ist hier deutlich gestiegen und der administrative Aufwand für mich und für mein Team ist eklatant gesunken. Und das waren zwei sehr, sehr große Vorteile für mich. Höchste Geschwindigkeit. Es gibt Studien, die sagen, dass empfohlene Kandidaten bereits nach 29 Tagen nach Bewerbungseingang eingestellt werden. Liegt unter anderem auch daran, an dem vorher erwähnten Punkt, dass einfach weniger Bewerbungen kommen. Das heißt, Sie gehen als Recruiter, Recruiterin, gehen Sie nicht unter in der Masse an Bewerbungen und können sich aber dafür auf die kommen, wirklich gut konzentrieren und vor allem, wie gesagt, die Qualität ist besser. Das heißt, Sie haben weniger Aufwand, Sie können sich die Kandidaten, die kommen, wirklich gut ansehen. Wenn Sie FirstBird nutzen als Empfehlungsprogramm, bekommen Sie auch Feedback von den Empfehlern. Das heißt, wenn eine Bewerbung eingeht, können die auch kurz noch über das Tool ihr Feedback zu dem Kandidaten abgeben. Das heißt, Sie haben hier eine sehr, sehr gute Auswahlmöglichkeit und das führt dazu, dass einfach die Geschwindigkeit deutlich schneller ist, mit der Personen eingestellt werden. Der dritte Vorteil ist, dass sie Kosten sparen. Also wenn FirstBird implementiert ist, wenn FirstBird läuft, zum Beispiel aber auch, also ich muss natürlich nicht immer nur von FirstBird sprechen, auch wenn sie das nicht mit FirstBird machen, wenn sie ein manuelles Empfehlungsprogramm haben, sie kommen einfach günstiger zu Empfehlungen und zu Bewerbungen. Sie müssen natürlich mit einkalkulieren, ein großes Thema ist das Thema Rewards und Prämien, darüber werden wir später noch sprechen, geben Sie Ihren Empfehlern Prämien für die Vermittlung oder geben Sie diesen keine. Nichtsdestotrotz, Sie sparen sich zum Beispiel Inseratkosten vielleicht. Also wenn ein Empfehlungsprogramm gut läuft und wenn Sie Ihre Empfehler gut kennen und Sie wissen, welche Funktionen können Sie gut über Empfehlungen besetzen, ersparen Sie sich einfach Inseratkosten. Also das war bei mir auch der Fall. Wie gesagt, Assistenzfunktionen, Sachbearbeiterfunktionen habe ich nach einem Jahr ungefähr gar nicht mehr inseriert. Das habe ich nur mehr über FirstBird geteilt und dort zahlen Sie ja nicht für ein extra Inserat, sondern das ist ein Tool, das Ihnen zur Verfügung steht. Das ist ein Punkt, der immer mehr in den Vordergrund rückt, der vielen unserer Kunden auch wichtig ist, der mir selber auch sehr wichtig war, ein authentisches Employer Branding, nämlich durch die eigenen Mitarbeiter. Das heißt, Sie haben die Rückmeldung, habe ich auch sehr stark bekommen und da kann ich Ihnen wirklich aus meiner Erfahrung erzählen. Ich habe bei einem Unternehmen gearbeitet, das war einfach nicht sehr bekannt. Das war als Arbeitgebermarke nicht positioniert. Die meisten Bewerber kannten uns nicht, haben das immer hinterfragt. Seid ihr wirklich die drittgrößten in Österreich? Noch nie was von euch gehört. Durch die Einführung eines Empfehlungsprogramms, und zwar FirstBird, und durch diese Möglichkeit, dass die Mitarbeiter hier in ihren sozialen Netzwerken unsere Jobs geteilt haben, ich bekam die Rückmeldung aus dem Markt, aus dem Arbeitsmarkt von den Bewerbern, okay, ich habe zwar noch nie was von eurer Firma gehört, aber mir ist sehr positiv aufgefallen, dass eure Mitarbeiter hier ganz wild eure Jobs teilen und das macht auf mich einen guten Eindruck, denn wenn die nicht gern bei euch arbeiten würden, würden sie ja wohl eure Jobs nicht teilen und würden das nicht in ihrem Facebook, in ihrem privaten Netzwerk teilen. Das heißt, die Empfehlungen von Freunden und Bekannten sind wirklich mit Abstand das Glaubwürdigste, was sie in Bezug zum Thema Employer Branding machen können. Also da es ist natürlich allein, Sie können nicht sagen, Sie führen FirstBird ein und damit ist das Thema Employer Branding abgehakt. Aber es ist eine wirklich spannende Unterstützung zu dem Thema. Und wenn Sie da Ihre Mitarbeiter auf Ihrer Seite haben und die nach außen hier auch positiv wirken und ein gutes Bild abgeben, dann ist das ein sehr wichtiger Baustein zum Thema Employer Branding.
Und dann haben wir noch das Thema der Mitarbeiterbindung. Hängt ein bisschen mit dem ersten Punkt, mit der Qualität zusammen und damit, dass die Bewerber, die zu Ihnen kommen, über diesen Kanal sich wirklich gut mit dem Unternehmen normalerweise auseinandergesetzt haben. Aber die Kandidaten, die über diesen Weg zu Ihnen kommen, bleiben im Durchschnitt 25% länger als Personen, die über einen anderen Recruiting-Kanal kommen. Und man, da ist so die Frage, die 15% geringere Wahrscheinlichkeit im ersten Jahr zu kündigen. Ja, das wird wahrscheinlich ein bisschen auch damit abhängen, dass Sie vielleicht sonst ein schlechtes Gewissen hätten Ihrem Empfehler gegenüber. Aber am Ende des Tages geht es darum, Sie haben sich gut mit dem Unternehmen auseinandergesetzt und Sie kommen hier in ein Umfeld, wo Sie wissen, auf was Sie sich einlassen und wo Sie keine allzu großen Überraschungen erleben werden. Und deswegen ist auch die Fluktuation von empfohlenen Kandidaten wirklich deutlich geringer als von Kandidaten, die über andere Wege kommen. So, das war jetzt unser Verkaufspart. Also das sind die fünf wichtigsten Gründe, warum Sie sich mit dem Thema Mitarbeiterempfehlungen überhaupt auseinandersetzen sollten. Denn am Ende des Tages, man macht es nicht, weil es so ein hippes Thema ist, sondern weil Sie Bedarf haben. Sie brauchen wahrscheinlich gute Mitarbeiter. Die Frage ist, finden Sie diese nicht oder finden Sie diese schwer? Am Ende des Tages, ich habe immer gesagt, bei mir, das Thema Mitarbeiterempfehlung muss eigentlich Teil einer aktiven und modernen Recruiting-Strategie sein. Das heißt, es ist nicht der einzige Recruiting-Kanal, aber es ist sicher ein ganz wichtiger, der Sie unterstützt. Im nächsten Schritt würde ich jetzt beginnen, Ihnen meine 7 Schritte oder unsere 7 Schritte zu einem erfolgreichen Mitarbeiterempfehlungsprogramm näher zu bringen. Bevor wir damit starten, haben wir allerdings die erste kleine Umfrage vorbereitet, die ich jetzt gerne starten würde. Genau, das ist die Frage nach der Zielsetzung, richtig? Genau, richtig, ja. Beziehungsweise die Frage lautet komplett, wenn Sie ein Empfehlungsprogramm haben oder einführen möchten, welche Zielsetzung verfolgen Sie damit? Und da würde ich Sie bitten, dass Sie zwischen folgenden Antworten wählen: mehr Einstellungen generieren, passiv Jobsuchende erreichen, Erhöhung der Bewerberqualität, Unterstützung des Employer Brandings. Alle genannten Zielsetzungen sind interessant oder letzte Antwortmöglichkeit, keine der genannten Zielsetzungen. Ich sehe auch, dass die Teilnehmer schon fleißig wählen. Ich würde sagen, wir geben ein paar Sekunden. Ja, also, sehr gerne. Ja. Genau, Sie können ja vielleicht schon mal eine Prognose geben oder wenn Sie keine Prognose geben möchten, vielleicht kurz erklären, was Ihre Erfahrungen sind. Ja, also Prognose möchte ich nicht geben, ich möchte nicht vorgreifen. Ich bin einfach sehr gespannt auf das Ergebnis. Und ich habe auch diese Frage jetzt gestellt, bevor wir in diese 7 Schritte reingehen werden, weil es mich einfach interessiert, wie Sie sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben. Und ein Schritt weit ist es natürlich auch die Frage, warum Sie an dem Webinar teilnehmen. Denn wenn Sie eines dieser Ziele haben und das mit einem Empfehlungsprogramm erreichen wollen, dann sind Sie hier genau richtig. Ja. Und ich werde in Folge natürlich auf die verschiedenen Zielsetzungen eingehen, aber bevor ich das mache, möchte ich eben wissen, wo unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer so stehen. Genau, also da über 90% der Teilnehmer gewählt haben, denke ich, können Sie da schon ein gutes Bild bekommen. Danke nochmal für Ihre rege Teilnahme, liebe Teilnehmer. Ich schließe jetzt die Umfrage und übertrage Ihre Ergebnisse. Und die sehen wie folgt aus. Grundsätzlich sagen 63%, dass alle genannten Zielsetzungen interessant sind. Wobei im Detail sind 15% der Ansicht, dass mehr Einstellungen generieren und passiv Jobsuchende erreichen das Wichtigste ist. 18% geht es um die Erhöhung der Bewerberqualität und 5% sagen Unterstützung des Employer Brandings. Und keiner hat, Gott sei Dank, die Antwort der genannten Zielsetzung gewählt. Ja. Herr Sulzbacher, so sehen die Ergebnisse aus. Sehr gut, das freut mich. Das heißt, wir haben die Antworten richtig, die Antwortmöglichkeiten richtig ausgewählt, um unsere Sales-Mannschaft dann auf sie loszulassen und hier richtig anknüpfen zu können.
Nein, also ich werde jetzt beginnen. Vielen, vielen Dank für die aktive Teilnahme. Wir haben dann zu später, ein bisschen später noch eine zweite Umfrage, wo ich auch schon sehr gespannt bin. Sie werden gleich sehen, warum ich Ihnen diese Frage gestellt habe an dieser Stelle, denn wir beginnen jetzt mit dem Schritt 1 zur Einführung eines erfolgreichen Empfehlungsprogramms. Und da ist meiner Erfahrung nach der ganz wichtigste erste Schritt, mir zu überlegen, warum möchte ich das denn machen? Warum? Es ist, wie gesagt, die wenigsten werden das machen, weil ihnen langweilig ist. Also ich kenne sehr wenig HR-Kolleginnen und Kollegen, die in ihren Büros herumsitzen und überlegen, wie sie die Zeit totschlagen können, weil ihnen so langweilig ist. Also meistens ist es eher umgekehrt der Fall und die Einführung eines Empfehlungsprogramms kostet zeitliche Ressourcen, kostet finanzielle Ressourcen. Da sollte man sich das vorher schon gut überlegen, warum man das machen möchte, welche Ziele man damit verfolgt. Auch um das Thema intern dann verkaufen zu können. Denn das, die Erfahrung habe ich gemacht und da wird es Ihnen wahrscheinlich nicht anders gehen. Viele Dinge, die aus HR kommen müssen, verkauft werden intern. Da muss man auch gut erklären, warum man das möchte, welchen Nutzen man davon hat. Die Führungskräfte und das Management auch sagen, dass das nicht nur wieder ein Spleen ist oder weil First Bird halt gerade schick ist, dass man das einführt, sondern dass man tatsächlich Ziele hat, die man damit verfolgt. Sie sehen hier, also wenn, und das ist auch so der erste Schritt, den wir machen. Also wenn jetzt ein Kunde, um bei FirstBird zu bleiben, wenn ein Kunde bei uns, wenn von unseren Sellern überzeugt wurde, mit uns zu arbeiten, wenn er den Vertrag unterschrieben hat, kommt er quasi zu mir und meinem Team, wir setzen uns dann mit ihm zusammen und das ist so ziemlich das Erste, was wir machen. Wir definieren Zielsetzungen. Wir setzen uns hin, wir haben da einen ganz breiten Katalog, also ich habe hier nur ein paar angeführt, aber da gibt es eine ganze Folie voll verschiedener Zielsetzungen. Das ist für mich und auch für jeden, der über ein Empfehlungsprogramm einführt, ganz wichtig, zu Beginn festzulegen, welche Ziele verfolge ich damit. Nur dann kann ich dann nämlich auch später messen, ob ich meine Ziele erreicht habe. Und das brauchen Sie für sich selbst, das brauchen Sie vielleicht auch für Ihre Auftraggeber, für Ihr Management. Und wir brauchen es auch, wenn Sie sich für FirstBird entscheiden, denn ich möchte mit Ihnen auch wissen, ob Sie erfolgreich arbeiten. Ja, ich habe hier den Klassiker angeführt, der ja auch ganz gut abgeschnitten hat, nämlich mehr Einstellungen generieren und passiv Jobsuchende erreichen. Also das ist so, wenn Sie nicht das Ziel haben, mehr Einstellungen zu generieren über ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm, muss man hinterfragen, ob die Auswahl eines Mitarbeiterempfehlungsprogramms der richtige Schritt für Sie ist. Weil natürlich am Ende des Tages machen wir das nicht, weil es so lustig ist, sondern weil wir erfolgreich damit arbeiten wollen und weil wir mehr Einstellungen generieren möchten. Also das hätte mich gewundert, wenn das deutlich schlechter abgeschnitten hätte. Ja, die Passiv-Jobsuchenden erreichen ist sozusagen das Hauptargument, warum man diesen Recruiting-Kanal wählen muss. Ich habe das zu Beginn schon lang und breit erklärt, also ich gehe da hier nicht nochmal näher ein, vor allem, weil es ja doch sehr viele unserer Teilnehmerinnen sich auch diesen Punkt ausgewählt haben. Ja, die weiteren Zielsetzungen, Employer Branding hat dann prozentuell am schlechtesten abgeschnitten, wenn ich das richtig jetzt noch im Kopf habe. Ich glaube, viele sehen das Thema Employer Branding als so ein nice to have. Also das oberste Ziel ist, wir müssen Einstellungen generieren, alles andere ist ein nice to have, das damit einhergeht. Vor allem ist es auch schwerer zu messen. Also das Ziel des Employer Brandings und den Erfolg des Employer Brandings kann ich bei weitem schlechter messen, als das Thema mehr Einstellungen zu generieren. Denn da kann ich mich hinsetzen, dann kann ich sagen, wie viele Einstellungen habe ich bisher über Empfehlungen generiert und welche Ziele nehme ich mir vor für die ersten 6 Monate oder für das erste Jahr. Und ja, wenn ich diese erreicht habe, kann ich mir die neuen Zielsetzungen setzen beim Employer Branding und bei vielen der anderen Ziele tue ich mir ein bisschen schwerer. Wir haben hier, also ich habe es jetzt so aufgebaut, ich zu jedem Schritt, den ich Ihnen gebe, haben wir eine kleine Folie mit ein paar Tipps. Spannenderweise bezieht sich mein Tipp oder unser Tipp hier trotzdem auf das Thema Employer Branding, eben weil das oft nur so als eine Nebenhermaßnahme gesehen wird. Unterschätzen Sie das Potenzial hier nicht an sozialen Netzwerken. Also wenn Sie Ihre Mitarbeiter, und das zum Beispiel ist eine der großen Stärken von FirstBird, um das hier nur nochmal zu erwähnen, dort können Sie nicht nur Personen empfehlen, Sie können mit einem Klick jeden Job über Ihre sozialen Netzwerke posten und teilen als Empfehler. Und das generiert einerseits wirklich viel Content,
was im Employer Branding unterstützend ist. Und ich habe auch persönlich Facebook immer unterschätzt als Recruiting-Kanal. Also wir haben sehr viele Einstellungen wirklich über Facebook bekommen. Einfach über indem unsere Mitarbeiter dort die Jobs geteilt haben. Also nutzen Sie das Potenzial, unterschätzen Sie das nicht. Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter, dass sie da wirklich aktiv sind, dass sie ihre Jobs teilen. Es wirkt sich positiv aus. Und selbst wenn jetzt keine Empfehlung darüber generiert wird, es fällt positiv auf. Wie gesagt, kein Mitarbeiter, der wirklich nicht gerne im Unternehmen ist, würde das machen und würde Jobs teilen. So, wenn Sie die Ziele für sich festgesetzt haben, warum wollen Sie das machen, ist der zweite Schritt zu überlegen, welche Zielgruppe möchten Sie denn als Empfehler in Ihr Netzwerk einladen. Also beim Thema Mitarbeiterempfehlungsprogramm zählt ganz klar der Netzwerkgedanke. Das ist auch, wo wir zu Beginn mit unseren Kunden drüber sprechen und sagen, sozusagen das der Klassiker ist oder man sagt, das Naheliegendste ist einfach alle eigenen Mitarbeiterinnen einzuladen in das Netzwerk. Manche machen auch nur einen bestimmten Bereich oder sagen, ja, in dem Bereich haben wir schon ein bestehendes Programm, das möchten wir mal dort testen und dann möchten wir das ausrollen auf alle. Wir empfehlen, möglichst großflächig zu denken, denn die Idee ist, Sie laden die Personen ein, für Sie zu empfehlen und als Empfehler tätig zu werden. Die Erfahrung zeigt aber, dass nie 100% Ihrer eingeladenen Zielgruppe das auch machen werden. Und eine sehr spannende Überlegung, die durch FirstBird oder durch ein digitales Programm auch gut unterstützt wird, aber auch bei einem manuellen kann man diese Überlegung treffen. Haben Sie vielleicht auch noch Personen, die nicht Ihre eigenen Mitarbeiter sind, die Sie gerne einladen möchten? Also haben Sie noch ein Netzwerk, zum Beispiel in Österreich ist Deloitte einer unserer größten und erfolgreichsten Kunden. Die überlegen sehr stark das Thema Alumnis, ehemalige Mitarbeiter. Ob es hier Sinn macht, diese auch in ein Empfehlernetzwerk einzuladen. Oder also alles, was Sie an ehemaligen Mitarbeitern haben, vielleicht auch, also wir selbst haben unseren Steuerberater und unseren Anwalt mit seinem Team eingeladen, weil wir einfach ein größeres Netzwerk haben wollten. Sehr spannend zum Beispiel finde ich, wenn Sie als Unternehmen viel mit Praktikanten arbeiten, mit studentischen Praktikanten, die 1, 2, 3, 6 Monate oder wie lange in ihrem Unternehmen tätig sind und dann das Unternehmen wieder verlassen. Das ist ein sehr, sehr spannender Zugewinn für ihr Netzwerk, wenn Sie die einladen. Denn die studieren noch, die haben wirklich meistens ein großes Netzwerk, teilweise sind die international gut vernetzt und da kann man wirklich das Netzwerk sehr interessant und spannend vergrößern. Also Schritt 2, wen lade ich ein? Das ist auch, also im Grob verwenden wir diese Schritte auch, wenn wir das Onboarding starten mit unseren Mitarbeitern, mit unseren neuen Kunden, denn auch da müssen wir uns überlegen, wer ist unsere Zielgruppe und wie spreche ich die an. Der Tipp dazu, wie gesagt, ein bisschen schon vorweggenommen, nutzen Sie das, wenn möglich, Ihr gesamtes Netzwerk. Vervielfachen Sie die Reichweite und beziehen Sie Geschäftspartner, ehemalige Mitarbeiter, sofern man das sich im Guten getrennt hat, mit ein. Also das ist natürlich jetzt leicht gesagt, also wir können uns da gerne ein bisschen genauer darüber unterhalten, wie das dann auch funktionieren kann. Und natürlich muss man sich da ein bisschen Gedanken machen über die verschiedenen Parameter, auch was die Prämien, Auszahlung und so weiter betrifft. Aber die Grundidee ist, je größer das Netzwerk, umso größer die Chance, dass sie spannende Empfehlungen bekommen. Der dritte Schritt ist die Frage, vorher haben wir gesagt, warum und wer. Die dritte Frage ist, wie. Reicht ein manuelles? Brauchen Sie ein digitales Empfehlungsprogramm? Haben Sie bereits ein manuelles Empfehlungsprogramm? Wenn ja, wollen Sie das nur adaptieren? Wollen Sie das anpassen? Wollen Sie das bestehende manuelle Programm digitalisieren? Oder gibt es noch gar nichts? Und Sie haben wirklich die Möglichkeit, jetzt auf Gestalten auf der grünen Wiese zu arbeiten. Auch hier immer so die Frage, will ich es mal manuell probieren oder starte ich gleich mit einer digitalen Lösung? Ganz klar die Frage hier, welche Ressourcen stehen Ihnen denn zur Verfügung? Wie viel Zeit haben Sie? Also wenn Sie eher weniger Zeit haben, würde ich fast sagen, also das Digitale geht schneller einzuführen und spart Ihnen mittel- und langfristig deutlich mehr Zeit. Kostengünstiger auf den ersten Blick ist vermutlich die Einführung eines manuellen
mittelfristig müsste man sich das tatsächlich ansehen. Aber bevor Sie sich dazu entscheiden, würde ich mir wirklich überlegen, welche Ressourcen stehen zur Verfügung, mit wie viel Aufwand ist hier zu rechnen und welche Prozesse können Sie auch wie abdecken. Also ein Empfehlungsprogramm ist ja nicht nur irgendwo einen Job zu posten, sondern dahinter stehen ja sehr viele Prozesse rund um die Information der Empfehler, die Einladung der Bewerber, die Auszahlung der Prämie, die Verwaltung der Prämie. Also da gibt es einige Prozesse, die man bedenken muss. Und das wäre ein wichtiger Punkt hier zu überlegen, wie kann ich die dann im Unternehmen abbilden. Digitale Programme wie FirstBird haben hier natürlich sehr viel standardisierte Unterstützung. Also ich habe mich damals sehr schnell für ein digitales entschieden, weil ich gesagt habe, ich habe einfach nicht die Zeit, mich hinzusetzen und da ein manuelles Empfehlungsprogramm zu konzipieren. Und das war für mich ein ganz klar und die schnelle Einführung, nachdem FirstBird zum Beispiel auch eine Software-as-a-Service-Lösung ist, die prinzipiell relativ schnell eingeführt werden kann, war das für mich relativ klar damals die Entscheidung. Aber das trotzdem muss jeder für sich überlegen. Der Tipp dazu ist, das dann ihren Empfehlern möglichst einfach zu machen. Also die sollen möglichst einfach überall und ohne großen Aufwand Empfehlungen abgeben können und dann möglichst unbürokratisch die Bewerber an sie übermitteln können, denn sonst haben sie keine Lust. Und wenn ihre Empfehler keine Lust haben, ist es egal, ob sie ein manuelles oder ein digitales Empfehlungsprogramm haben, es wird scheitern. Denn am Ende des Tages, sie brauchen ihre Mitarbeiter dafür, ihre Empfehler, die müssen einfach wollen und das müssen sie ihnen möglichst erleichtern, indem sie es nicht allzu bürokratisch gestalten. Ja, und unsere Empfehlung ist natürlich, Empfehlungen in der Bar, auf einer Konferenz oder auf dem Sportplatz zu ermöglichen. Da sehen Sie, das Bild ist nicht für umsonst gewählt. Wir haben eine App, also FirstBird stellt eine App zur Verfügung, über die das gut ermöglicht ist. Und das zeigt schon, also jeder Ihrer Mitarbeiter kann eigentlich, wo und wann er will, Empfehlungen aussprechen. Gut, an dieser Stelle jetzt hätte ich gern die andere Umfrage, wo ich Sie ein bisschen, weil mich einfach interessiert, wo wir denn so stehen, wo Sie wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen bezüglich Empfehlungsprogramm. Also das wird jetzt die zweite Frage sein, wo wir Sie ein bisschen nach Ihrem Status bezüglich Empfehlungsprogramm fragen möchten. Ganz genau. Also die Frage lautet konkret, wie ist in Ihrem Unternehmen der aktuelle Status bezüglich Mitarbeiterempfehlungsprogramm? Und hier sind die Antwortmöglichkeiten, wir haben ein manuelles und sind damit auch zufrieden. Die zweite Möglichkeit ist, wir haben ein manuelles, möchten es aber gerne digitalisieren. C, wir haben keines, denken aber darüber nach. Oder die letzte Antwortmöglichkeit, wir haben keines und wir werden auch keines einführen. Auch hier sind die Teilnehmer sehr schnell. Es hat die Mehrzahl schon abgestimmt. Aber auch wie bei der vorherigen würde ich sagen, noch ein paar Sekunden geben wir den Teilnehmern. Vielleicht haben sie auch etwas beeinflusst jetzt mit der Folie davor. aber ich würde vorschlagen, die Mehrzahl hat gewählt, von daher Sulzbacher. Ich schließe jetzt gleich die Umfrage und übertrage Ihnen die Ergebnisse und die sehen wie folgt aus. Mit einem manuellen und damit zufrieden sind 39%. Ebenso viel Prozent haben kein Mitarbeiterempfehlungsprogramm, denken aber darüber nach. Und der Rest, sprich 21%, haben ein manuelles Empfehlungsprogramm, möchten dies aber gerne digitalisieren. Und 0% haben für wir haben keines und werden auch keines einführen abgestimmt. Okay, sehr gut, vielen Dank. Das heißt, Sie melden sich dann alle nach dem Webinar bei mir, also zumindest die ein manuelles haben und es gerne digitalisieren möchten. Also, da können wir nachher gleich direkt sprechen. Es spiegelt auch so ein bisschen, vielen Dank auch hier wieder für Ihre Teilnahme. Bitte verzeihen Sie meinen blöden Scherz, aber das ist immer so ein bisschen für uns natürlich sehr spannend, weil Sie haben ein digitales Empfehlungsprogramm, Sie möchten es digitalisieren, also Sie haben ein manuelles Empfehlungsprogramm, möchten es digitalisieren. Das sind für uns natürlich sehr interessante Kunden, weil da gibt es schon Erfahrung. Das ist eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis, wenn ich schon ein Empfehlungsprogramm habe. Meine Mitarbeiter kennen schon die Funktionsweise, sie verstehen das System und es geht nur darum, es ihnen vielleicht ein bisschen zu erleichtern und ihnen ein bisschen mehr Spaß dran zu geben.
Denn das ist auch ein Punkt, den ich sagen muss. In vielen unserer Implementierungsphasen geht es gar nicht darum, irgendwie über FirstBird zu sprechen und FirstBird zu schulen, wie FirstBird funktioniert, sondern es geht darum, den Führungskräften und den Mitarbeitern mal zu erklären, was ist überhaupt ein Empfehlungsprogramm? Warum haben wir uns entschieden, ein Empfehlungsprogramm einzuführen? Welche Ziele möchten wir damit erreichen? Was habt ihr für ein, was, oder was hat unser Unternehmen davon? Und um das auch gut rüberzubringen können, das sehen Sie, da schließt sich der Kreis ein bisschen, ist es wichtig, die von mir genannten Schritte auch wirklich gut für sich zu definieren und durchzugehen, weil dann tue ich mir in der Argumentation auch leichter. Und wir merken es wirklich in manchen, ist natürlich auch ein bisschen abhängig von der Kultur. Wir haben Kunden, die sehr digital affin sind. Da müssen wir teilweise die Mitarbeiter nicht mal schulen. Also die sagen, ja, passt, wir haben schon installiert, wir haben uns schon registriert, es läuft schon. Alles klar, es ist selbsterklärend, wir müssen nichts mehr tun. Wir haben andere Kunden, die eher so jetzt nicht wahnsinnig affin sind, wo die Mitarbeiter jetzt nicht unbedingt alle Tag und Nacht am Smartphone oder am PC unterwegs sind. Da dauert es ein bisschen länger, bis das angenommen wird, und dort beginnen wir auch tatsächlich nicht damit, dass wir das Tool schulen, sondern dass wir darüber sprechen, wie funktioniert denn das Thema Empfehlungen. Und insofern, ja, vielen Dank. Bitte, ich hoffe, unsere Präsentation oder mein Webinar unterstützt Sie ein bisschen bei Ihren Überlegungen und bei Ihren Plänen, wie Sie mit Ihrem Empfehlungsprogramm weitermachen. Weitermachen werde ich jetzt auch mit dem nächsten Schritt. Ein Schritt, den ich zum Beispiel nicht so eingehalten habe bei mir im Unternehmen. Also das ist eines meiner massivsten Learnings. Und das merken wir jetzt auch hier bei unseren Projekten sehr stark. Wenn Sie sich mal über die Rahmenbedingungen einig sind und Gedanken gemacht haben, vielleicht auch Angebote eingeholt haben, wenn Sie sich für ein digitales Programm entschieden haben, starten Sie ein Projektteam. Also das würde ich Ihnen unbedingt empfehlen und nahelegen. Überlegen Sie sich, wer sind Betroffene, wer sind Stakeholder bei mir im Unternehmen, die aus verschiedenen Gründen ein Interesse an dem Thema haben könnten, und versuchen Sie mit denen ein Projekt aufzusetzen. Hier meine ich ganz besonders IT, also wenn es natürlich, wenn es ein digitales ist, wenn es kein digitales Empfehlungsprogramm ist, wird IT vielleicht nicht so viel mitsprechen wollen, aber bei uns. Wir empfehlen jedem Kunden, bitte nehmt jemanden aus der IT mit in das Projektteam. Es ist zwar nicht immer unbedingt notwendig, aber wir wollen sie hier von Beginn an einbinden, um uns da keine Gegner zu machen, denn wir wollen alle Stakeholder auf unserer Seite haben. Marketing, Kommunikation ist eine sehr wichtige Abteilung, die man damit ins Boot holen sollte. Wenn es einen Datenschutzbeauftragten gibt oder ein Legal Department, sollte zumindest vielleicht nicht beim ganzen Projekt, aber es sollte auch jemand dabei sein, den man von Anfang an ins Boot holt. Und ja, sonst alle Bereiche, die Ihnen noch einfallen, die vielleicht Sinn machen könnten. Natürlich ist das Thema des Betriebsrats auch etwas, was man relativ zu Beginn überlegen sollte. Ein Empfehlungsprogramm ist nicht betriebsratspflichtig oder genehmigungspflichtig, aber die Erfahrung zeigt, es macht durchaus Sinn, den Betriebsrat da sehr früh zu informieren. Es geht ja doch irgendwie um eine Art von Challenge und Belohnung, und die meisten Betriebsräte wollen einfach sicher gehen, dass das funktioniert, und wir haben nichts zu verbergen, deswegen würde ich alle so früh wie möglich ins Boot holen. Und dann, und das ist was wir auch mit jedem Kunden machen, wenn Sie es nicht machen, machen wir es gemeinsam. Wir legen die Rollen im Projekt fest, wir legen das Ziel fest und wir machen zumindest einen groben Zeitplan für die Implementierung des Ganzen. Unsere Tipps dazu: starten Sie mit einem persönlichen Kickoff-Workshop. Also das ist etwas, was wir jetzt auch verstärkt machen. Das war bisher weniger der Fall, das machen wir jetzt in den letzten Monaten sehr intensiv, dass wir uns mit Kunden zu Beginn des Projekts zusammensetzen, einen halben Tag bis Tag, und einfach das alles durchsprechen. Wir holen die Stakeholder ins Boot, wir informieren sie, worum es geht, wir zeigen das Tool her, wir besprechen relevante Themen, die in den nächsten Schritten noch kommen, also so wie Prämien, so wie kommunizieren wir das ins Unternehmen, welche Fragen gibt es zu klären, IT, was müsst ihr wissen, Datenschutz, Datensicherheit, wird nächstes Jahr ein sehr spannendes, großes Thema. Was müssen wir hier bedenken, um wirklich von Beginn an das Projekt gut aufzusetzen? Starten Sie da mit dem Workshop, und
Das ist meine persönliche Erfahrung. Ich war jahrelang Berater, komme auch so ein bisschen aus der systemischen Ecke. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Sie zu Beginn die Personen hier ins Boot holen und ihre Meinung abholen und Sie das Gefühl haben, Sie waren von Beginn an involviert, Sie ersparen sich so viele Themen später im Projekt, wenn Sie das zu Beginn auf dieser persönlichen Ebene besprochen haben und sich die Teilnehmer hier committed haben. Also das ist eine ganz, ganz dringende Empfehlung von uns. Nehmen Sie sich die Zeit, investieren Sie hier auch und das hilft Ihnen für die Umsetzung sehr, sehr intensiv für das Projekt. Wir sind bei Schritt 5 bereits angelangt, die Prämien. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wie belohnen Sie das Engagement Ihrer Empfehler? Es geht hier um Wertschätzung und das ist ein sehr wichtiger Punkt. In unseren Unterlagen nennen wir das zum Teil schon gar nicht mehr Belohnung oder Prämie. Im Endeffekt geht es darum, Ihr Netzwerk stellt, also Ihre Mitarbeiter stellen Ihr Netzwerk zur Verfügung. Sie sind bereit, Ihre Jobs zu teilen in Ihrem privaten Umfeld und dafür möchten Sie Wertschätzung. Wie diese Wertschätzung aussieht, ist sehr vom Unternehmen und von der Person abhängig. Das ist deswegen auch für uns immer ein wichtiger Schritt in diesem, das kann man in diesem Workshop zum Beispiel definieren, welche Prämien passen denn zum Unternehmen? Geldprämie ist der Klassiker. Viele unserer Kunden gehen immer weiter davon weg von den Geldprämien. Aus verschiedenen Gründen. Einerseits hat es steuerliche Gründe, andererseits ist es aber auch so, Geld ist so ein bisschen, da spricht man nicht drüber. Kommt aufs Konto, man freut sich hoffentlich, auch wenn nach Steuern dann vielleicht nicht mehr so viel überbleibt. Aber wir raten dazu, Erlebnisse zu schaffen. Also ein zusätzlicher Klassiker ist ein zusätzlicher Urlaubstag, das kommt sehr gut an. Aber prinzipiell geht es darum, Gutscheine zu verschenken, vielleicht einen Erlebnisgutschein, ein gemeinsames Teamabendessen oder jetzt kommt Winter, ein Weihnachtsmarktbesuch. Also was zur Kultur passt, das kann man kommunizieren, das kann man, können Sie dann auch intern verwenden, das kann man im Newsletter versenden, da kann man Fotos machen, also das kommt irrsinnig gut an und sorgt für ein bisschen positive PR im Unternehmen für das Thema. Ein ganz kurzes Beispiel, ich weiß, ich bin mit der Zeit ein bisschen hinten, aber ein Kunde von uns hat das jetzt so gemacht, bei denen sind Parkplätze ein sehr, sehr emotionales Thema im Unternehmen. Die haben einen großen Parkplatz, aber für die Geschäftsführung sind quasi ein paar die VIP-Parkplätze reserviert, nahe beim Eingang und alle anderen parken dann, je nachdem, wie sie ins Unternehmen kommen. Teilweise sehr, sehr weit hinten. Dort gibt es jetzt einen Empfehlerparkplatz. Also wie bei uns im Firstbird nennen wir die Talent Scouts, also die haben jetzt den Talent Scout Parkplatz und der wechselt monatlich. Also der monatlich aktivste Talent Scout bekommt im nächsten Monat diesen VIP-Parkplatz zur Verfügung gestellt und das funktioniert super in dem Unternehmen, weil das dort den Nerv trifft der Mitarbeiter. Das passt auch zu unserem Tipp, setzen Sie nicht nur auf Geld. Geld ist vielleicht kurz ein Motivator, aber unsere Erfahrung zeigt, längerfristig erfolgreich sind sie, wenn sie auf Wettbewerb setzen. Deswegen gibt es auch bei Firstbird diesen Gamification-Aspekt, wo sie Punkte sammeln und Levels erreichen können. Aber der Tipp ist, seien Sie kreativ, denken Sie darüber nach, was passt in Ihr Unternehmen, womit machen Sie Ihren Mitarbeitern eine Freude. Und das oft reicht auch schon, ein Danke ist nicht nur so dahergesagt. Bei mir im Unternehmen war das so, mein Vorstand, der im Unternehmen sehr, sehr geschätzt wurde, hat die aktivsten Talents, also im Monat den aktivsten Talent Scout persönlich angerufen und sich bedankt für den Einsatz für das Unternehmen. Und das war wirklich etwas, was im Unternehmen, das hat sich rumgesprochen und das war etwas, was die Leute motiviert hat. Schritt 6, Kommunikation, ist auch, also eigentlich sind alle unsere Schritte hier sehr wichtig. Da geht es darum, dass Sie sich sehr gut überlegen, wann und wie informieren Sie wen über das Empfehlungsprogramm. Knackpunkt ist, holen Sie bitte Ihre Führungskräfte so schnell wie möglich ins Boot und schauen Sie, dass die sich gut auskennen und dass die auf Ihrer Seite sind, denn die können das Thema boykottieren oder die können sehr gut unterstützen. Und überlegen Sie auch abseits der Führungskräfte, wollen Sie vielleicht eine kleine Gruppe an Key-Usern oder an Power-Empfehlern aufbauen, die Sie dann als Multiplikatoren nutzen, um das Thema in die Organisation zu streuen? Ja, und kommunizieren Sie Ziel und Nutzen des Empfehlungsprogramms möglichst, vielleicht jetzt nicht möglichst viel, aber über möglichst viele Kanäle. Weil in der Kommunikation, jeder reagiert auf andere Kommunikationskanäle und hier ist die Empfehlung,
überlegen Sie sich das gut, machen Sie ein Kommunikationskonzept und streuen Sie das dann entsprechend. Genau, und natürlich muss es auch relevant sein, also es muss für Ihre Zielgruppe geeignet sein. Und hier geht es dann auch um die Kommunikation vor. Also es ist einerseits ist die Kommunikation vor dem Empfehlungsprogramm, andererseits ist es die Kommunikation, wenn Sie dann ein Empfehlungsprogramm eingeführt haben, dass einfach Ihre Empfehler laufend darüber informiert werden, wenn neue Jobs zur Verfügung stehen, aber auch, wenn Einstellungen generiert wurden, wenn Empfehler, was mit den Empfehlungen passiert ist, die ich weitergegeben habe. Also die Kommunikation ist ein sehr, sehr wichtiger Erfolgsfaktor für das Ganze. Und dann kommen wir zum letzten Schritt und das ist ein nie enden wollender Schritt eigentlich. Das ist etwas, was ich zum Beispiel auch unterschätzt hatte. Ein Empfehlungsprogramm und auch ein digitales und auch Firstbird ist kein Perpetuum mobile. Das heißt, es ist nicht damit getan, dass Sie zu Beginn einen Kraftakt setzen, dass Sie hier Energie reinstecken und dann läuft das Ding und Sie müssen nie wieder drauf schauen. Sondern die große Herausforderung ist einerseits natürlich das Programm zu starten und zum Laufen zu bringen und hier Erfolge zu erzielen, aber die laufende Herausforderung ist dann hier die Aktivität aufrechtzuerhalten und das nicht nur für 1-2 Monate, sondern langfristig. Also langfristig Ihre Empfehler zu motivieren, dabei zu bleiben und Aktivitäten zu setzen. Und das kann unserer Erfahrung nach nur gelingen, wenn Sie laufend, also einerseits, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen, wenn Sie Ihre Zielsetzungen anpassen und kontrollieren und wenn Sie sich auch überlegen, passt unsere Prämienstrategie, müssen wir irgendwas ändern, müssen wir vielleicht kleine Aktionen setzen, wo wir die Aktivität wieder ein bisschen ankurbeln. Wie gesagt, bei uns gibt's Levels, die man erreichen kann. Viele unserer Kunden gehen jetzt dahin, dass sie Level-Erreichungen auch belohnen und prämieren mit kleinen Geschenken. Also der Tipp dazu, einfache Prozesse, das heißt, auch hier wieder machen Sie es Ihren Empfehlern nicht unnötig schwierig, weil sonst verlieren Sie irgendwann die Lust. Das heißt, der ganze Prozess muss möglichst einfach gestaltet sein. Und stellen Sie sicher, dass die Prämien motivieren. Und wie gesagt, Prämien, es kann auch ein Dankeschön sein. Also das ist oft mehr wert, als wenn Sie 1.000 Euro Belohnung bekommen, ist, Sie bekommen ein Danke dafür, dass Sie Empfehlungen ausgesprochen haben, auch wenn jetzt vielleicht die Person nicht eingestellt wurde. So, das war's mit meinen Tipps. Ich hätte jetzt noch Firstbird hergezeigt, aber mit Blick auf die Uhr werden wir das vielleicht überspringen. Ich möchte nämlich auch, beziehungsweise die Frage, wer gibt es Fragen? Das wäre jetzt nämlich der Zeitpunkt, um auf Fragen eingehen zu können. Ganz genau. Also es sind in der Zwischenzeit ein paar Fragen der Teilnehmer aufgelaufen. Ich weiß aber, wie viel Zeit Sie noch eingeplant hatten. Sie haben grundsätzlich noch 10 Minuten. Aber wir können es ja so machen. Ja, ich würde gerne jetzt, schauen wir uns jetzt mal die Fragen vielleicht an. Genau. Und wenn noch Zeit ist, dann zeige ich noch meine letzten 5 Folien her und wenn nicht, dann überspringen wir die. Okay, alles klar. Also die erste Frage, die eine Teilnehmerin interessiert hat, da müssten Sie ein bisschen in der Zeit zurückgehen und das war, woher stammen denn die Daten, wie unter Anführungszeichen empfohlene Mitarbeiter sind 15% produktiver oder bei empfohlenen Mitarbeitern ist die Wahrscheinlichkeit 15% geringer, dass sie im ersten Jahr kündigen? Diese Daten, also da kann ich Ihnen dann gerne im Nachtrag die Quelle auch noch geben. Es ist einerseits, hier gibt es Studien dazu, die wir haben, die wir ausgewertet haben. Also die sind nicht von uns durchgeführt worden, sondern das sind unabhängig von uns durchgeführte Studien. Und wir haben auch natürlich unsere Erfahrungswerte von unseren Kunden mit eingebaut. Aber da kann ich gerne, also wenn hier der Wunsch besteht, kann ich gerne im Nachtrag hier eine Quelle dazu angeben. Die nächste Frage, die aufgelaufen ist, bezieht sich auf die Prämien. Und zwar lautet die Frage, wie könnte man Prämienzahlungen an externe Empfehler umsetzen? Ja, also das Thema Prämien, also Geldprämien an externe Empfehler kann man umsetzen, ist aber nicht das Einfachste. Dann am Ende des Tages kommt natürlich auch darauf an, in welchem Land Sie aktiv sind und wie hier die Rahmenbedingungen sind. Aber um tatsächlich an externe Empfehler eine Geldprämie auszahlen zu können, müssen Ihnen diese wahrscheinlich eine Honorarnote stellen. Deswegen die Firmen, die mit uns zusammenarbeiten, die externe Empfehler haben, arbeiten hier eher über Sachprämien.
Also über Gutscheine oder über kleine Gimmicks, die sie hergeben. Also da gibt es fast keinen, der wirklich mit einer Geldprämie arbeitet. Eben weil das nicht so einfach ist wie mit den eigenen Mitarbeitern, wo man das einfach über die monatliche Abrechnung mit dem Lohn auszahlen kann. Okay, vielen Dank. Die nächste Frage bezieht sich auf die Prämien. Das hatten Sie eigentlich schon beantwortet. Die Frage war, welche Anreizsysteme sind üblich? Wie gesagt, das hatten Sie ja schon beantwortet, aber vielleicht gibt es noch etwas, also noch ein paar weitere Ideen oder Beispiele, die Sie eben im Zusammenhang mit Prämien noch geben können oder ein paar Tipps. Ja, also wie gesagt, ich glaube, der wichtigste Tipp ist, den ich schon gegeben habe, ist nämlich wirklich sich zu überlegen, was passt zum Unternehmen. Also wir haben da ganz unterschiedliche Zugänge. Wir haben einen Kunden, der macht hier hat eine kleine Fokusgruppe aus verschiedenen Bereichen zusammengestellt und hat die das entscheiden lassen, welche Prämien sie möchten. Es ist wirklich sehr unterschiedlich, auch was die Höhe betrifft und ob es jetzt nur Geldprämie oder Sachprämien auch gibt, ob es einen Urlaubstag gibt. Aber der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Also spannend auch aus steuerlicher Sicht, weil mit Sachprämien kommen sie dann irgendwann in dem Thema des geldwerten Vorteils. Spannend sind ja auch Spenden. Also wir haben Kunden, die sagen, wenn ein Talent-Scout über unser System Level 5 erreicht, dann spenden sie für ihren 100 € in einen Sozialfonds. Dann muss das niemand versteuern. Sie haben als Unternehmen noch einen Vorteil davon. Und in der Kultur, wo das verwendet wird, freut sich dann der Talent Scout, weil er etwas Gutes bewirkt und hat hier seinen Beitrag geleistet. Wir haben andere Organisationen, denen habe ich das vorgeschlagen. Die haben gesagt, na bitte, unsere Mitarbeiter verdienen so wenig. Wenn ich denen sage, sie spenden jetzt auch noch was, dann wird sie das nicht sehr freuen. Die wollen lieber Geld bringen. Aber ja, oder Büroausstattung. Alle wollen bessere Handys, viele wollen irgendwie das neueste iPhone oder wollen das. Also man kann hier auch mit Büroausstattung zum Beispiel aktiv werden oder wirklich Kleinigkeiten. Wir haben einen Kunden, der schenkt einfach nur eine gute Flasche Wein her oder eine Flasche Gin oder so. Also muss sehr zur Kultur passen. Aber eigentlich ist da, wie man so schön sagt, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, oder? Absolut, ja. Also gesagt, wir haben das Mittagessen mit dem CEO. Also, ja, wir haben Kunden, die sagen, na bloß nicht. Also, mit unserem CEO will keiner Mittagessen gehen. Das ist keine Belohnung, sondern eine Bestrafung. Aber es gibt natürlich auch Organisationen, wo das nicht so ist und wo die Mitarbeiter dann monatelang davon sprechen, dass sie die Möglichkeit hatten, ein Vier-Augen-Mittagessen mit dem CEO zu haben. Also, das ist alles sehr, der Fantasie sind wenige Grenzen gesetzt und es muss zum Unternehmen passen. Absolut. Genau, wir haben jetzt noch eine Frage und wir haben auch eine Anmerkung von einem Teilnehmer. Er sagt, es wäre doch schön, First Bird in Aktion zu sehen, sozusagen. Ich würde vorschlagen, Sie beantworten noch diese letzte Frage und dann haben Sie ja noch etwas mehr als 5 Minuten Ja, für das den. schaffen Okay, super. Die letzte Frage war nämlich, wie sind Ihre Erfahrungen in Hinsicht, wenn jetzt ein Mitarbeiter schon mehrere Empfehlungen und Bewerber gebracht hat und noch kein Bewerber eingestellt wurde, könnte ja der Mitarbeiter etwas demotiviert sein. Also wie könnte man damit umgehen? ja, das ist absolut richtig. Also das wird nicht nur so sein, also das könnte nicht so sein, das wird auch wahrscheinlich so sein. Diese Erfahrung habe ich selbst bei mir gemacht. Also als ich auch First Bird eingeführt habe, zu Beginn hatten wir nur eine Geldprämie, die bei Einstellung ausbezahlt wurde. Und ich hatte eine Kollegin, die hat wirklich viel empfohlen, die hat viel geteilt und es wurde aus verschiedenen Gründen nie jemand eingestellt. Ich konnte mir den Luxus leisten, also ich habe mich dann einfach mit der Kollegin nochmal zusammengesetzt, habe mit ihr gesprochen, weil ich ein bisschen den Eindruck hatte, sie hat vielleicht auch nicht so ganz immer verstanden, wen wir wirklich suchen. Also das war so der eine Schritt, weil ich gesagt habe, setzen wir uns einfach mal zusammen und vielen Dank. Dort habe ich dann auch den CEO losgeschickt und der war dann mit ihr Mittagessen. Also das war ein Beispiel von uns auch. Aber davon abhängig, das ist genau das, wo First Bird auch ein bisschen einhakt, weil bei First Bird belohnen sie nicht nur die Einstellungen. Also wie gesagt, jeder Talent Scout sammelt Punkte. In dem Fall, wenn wir jemanden haben, der sehr, sehr viel teilt, der sehr viel empfiehlt, sammelt der viele Punkte. Und
Viele unserer Kunden gehen eben dann über und sagen, okay, ich gebe eine Prämie für eine Einstellung, aber mir ist auch diese Aktivität sehr wichtig. Ich möchte, dass das meine Mitarbeiter aktiv sind, dass die uns viel empfehlen. Deswegen schreiben wir auch Belohnungen aus für die Erreichung von Level 5 und von Level 10 zum Beispiel. Das heißt, über diesen Weg belohnen sie auch diese Aktivität und dann haben sie nicht das Problem, dass die vielleicht irgendwann die Lust verlieren und sagen, okay, jetzt habe ich 5 Personen empfohlen, ich habe das ein paar Mal geteilt, nie ist jemand eingestellt worden, mir reicht es, ich mache nicht mehr mit. Sondern die sehen dann, okay, es ist zwar niemand eingestellt worden, aber meine Aktivität wird gesehen, die ist auch was wert und auch da kann ich Belohnungen bekommen. Und da gibt es natürlich dann auch ganz viel Spielraum. Also wir haben jetzt gerade wieder Unternehmen, die machen dann Team-Challenges. Also die schauen sich dann an, wie viele Punkte hat das Team pro Monat und das erfolgreichste Team kriegt dann eine Flasche Gin und können das gemeinsam feiern im Jahr. Also auch hier mit diesem spielerischen Effekt kann man sehr, sehr, sehr viel für das Thema Motivation tun. Dankeschön. Das war mitunter die letzte Frage, von daher würde ich vorschlagen, Sie können gerne mit dem Ja, Film. genau. Also gleich, ich hoffe, die Enttäuschung ist jetzt nicht allzu groß, weil die Anmerkung war First bei den Action erleben. Also so ganz in Action werden Sie es nicht erleben, weil ich es nur auf Folien habe. Aber prinzipiell mal ein bisschen einen Eindruck gewinnt man vielleicht trotzdem, wie es funktioniert. Am Ende des Tages die technische Seite, also wie gesagt, das eine ist unsere ganze Beratung und Betreuung. Das ist mir wichtig, das nochmal zu erwähnen. Dafür sind mein Team und ich verantwortlich. Und ich sehe es natürlich so, dass das erfolgsentscheidend ist für das Empfehlungsprogramm, sich am Anfang diese Gedanken zu machen. Davon unabhängig, technisch funktioniert es so, Sie entscheiden sich für Firstbird, Sie bekommen einen Account, den Account branden wir mit Ihnen gemeinsam, also hier ist es ein Firstbird-Account, aber im Endeffekt, da haben wir die Möglichkeit, alles so einzurichten und einzubinden, dass das sehr, sehr ähnlich Ihrer Homepage ist, Ihren sonstigen Corporate Identity-Themen, sodass Ihre Mitarbeiter das wirklich gut wiedererkennen. Wenn Sie diesen Account erhalten haben, wenn wir den eingerichtet haben, können Sie Ihre Talent Scouts einladen. Das funktioniert über eine Registrierungsseite oder Sie können das über das Programm per E-Mail machen. Ihre Talent Scouts sind innerhalb von wenigen Minuten, haben Sie einen Account angelegt und dann können Sie schon loslegen. Weil dann Sie erstellen drinnen Jobs. Sie sehen hier ein Beispiel, so kann das auf der App, über die App aussehen. Sie können, wenn Sie ein Bewerbungsmanagementsystem haben, ein ETS, können wir Schnittstellen dazu bauen. Das heißt, Sie können dann von dort die Jobs reinspielen auf Firstbird. Wenn Sie das nicht haben, können Sie dort direkt Jobs erstellen. Die Jobs gehen per Benachrichtigung dann an Ihre Mitarbeiter raus. Also Sie erstellen den Job. Wenn das ein Matching, da haben wir eine interne Matching-Logik, wenn das Matching trifft, dann bekommen Ihre Talent Scouts eine Notification über die App oder eine E-Mail-Benachrichtigung. Hey, für dich wurde ein interessanter Job gepostet, schau dir den mal an, vielleicht kennst du jemanden, vielleicht möchtest du den teilen. Dann kommt der wichtigste Punkt, die Talent Scouts sehen sich die Jobs an und überlegen dann, was möchten sie damit machen. Und da gibt es diesen Weg, diesen klassischen Weg, ich kann jemanden empfehlen, wenn ich das möchte, kann ich das super über die App machen oder über das Programm. Ich muss natürlich mit dieser Person, die ich empfehlen möchte, einmal kurz sprechen, sagst du, bei uns gibt es diesen Job zu besetzen. Wenn dich der interessiert, um das geht, schick mir deinen Lebenslauf, ich empfehle dich gerne dafür. Das kann man über das Programm machen. Das ist der sehr klassische Weg. Das hat man halt beim manuellen Programm, macht man das via E-Mail. Bei uns kann man das über das Tool machen. Aber, und das ist eben die große Stärke, Sie können das nicht nur direkt empfehlen, Sie können es zum Beispiel den Job per E-Mail oder per WhatsApp über die App an Bekannte direkt weiterleiten und empfehlen. Oder Sie können es eben mit einem Knopfdruck auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen teilen. Also wir haben, wie gesagt, hier sehen Sie LinkedIn, Facebook, Xing, Twitter. Kann man mit unserem Tool vernetzen und dort können Sie es dann ganz einfach teilen und Ihr Netzwerk hat sofort Zugriff auf das Ganze. Und dann müssen Sie sich, und das ist vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, aber tatsächlich ist es so, Sie müssen sich dann nur mehr zurücklehnen aus HR-Sicht und Empfehlungen erhalten. Mit diesen Empfehlungen müssen Sie dann natürlich oder können Sie dann natürlich weiterarbeiten, aber das ist jetzt in wirklich, und dass man auch die Zeit noch einhalten, kurz dargestellt gewesen, wenn Sie tatsächlich interessiert, wie FirstBird arbeitet, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können
Also bei uns findet jeden Tag ein Webinar statt, das unsere Sales-Kollegen durchführen. Da können Sie sich über die Homepage ganz einfach anmelden. Das findet täglich statt. Da wird die Funktionsweise ganz kurz dargestellt und Sie sehen das Tool tatsächlich im Einsatz. Oder Sie können sich auch sehr gerne bei mir melden. Ich werde Ihnen am Schluss noch die Kontaktdaten darstellen oder Sie können das natürlich, Sie finden mich natürlich auch im Social Media Bereich und ich zeige Ihnen das Tool einfach. Wir machen uns einen Termin aus und ich zeige Ihnen in 15 bis 20 Minuten die wichtigsten Funktionsweisen des Tools. Und das hier noch ganz am Schluss. Das sind so die nochmal zusammengefasst die Erfolgsfaktoren von FirstBird. Genau diese Punkte, wo wir gesagt haben, woran scheitern vielleicht auch manchmal manuelle Empfehlungsprogramme, warum soll man FirstBird nehmen? Es geht um Kommunikation und Usability, das alles soll möglichst transparent für den Talent Scout sein. Sie bekommen regelmäßiges und schnelles Feedback, das heißt, es ist nicht so, Sie empfehlen jemanden und dann hören Sie nie wieder was oder erst in 3 Monaten. Das funktioniert alles automatisiert und schnell. Das heißt, die Mitarbeiter haben weniger Aufwand und bekommen laufend die Information. Das Thema Wertschätzung, ich glaube, da haben wir ausführlich drüber gesprochen, ist trotzdem der wichtigste Punkt von allen. Es geht hier darum, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, sie bekommen die ausreichende Wertschätzung dafür, dass sie ihr Netzwerk zur Verfügung stellen. Und das Thema der Schnittstellen hatte ich kurz angedeutet. Da geht es natürlich darum, dass es für Sie als HRler nicht noch ein zusätzliches Programm mit noch zusätzlichen Mehraufwand, mit noch zusätzlichen Einstellungen gibt. Sie können, es gibt hier sehr, sehr gute Möglichkeiten, Schnittstellen zu bestehenden ATS-Providern zu erstellen. Das heißt, für Sie als Recruiter oder für die HR-Abteilung soll möglichst wenig zusätzlicher Aufwand entstehen und nicht noch ein Recruiting-Tool. Genau. Das war jetzt mehr oder weniger eine Punktlandung. Ja, Sie sehen hier unseren Logo-Friedhof. Also wir arbeiten mit wirklich sehr vielen, sehr spannenden Unternehmen zusammen. Das Thema ist auch wirklich ein sehr aktuelles. Also ich kann Ihnen nur ans Herz legen, Sie können sich gern bei mir melden. Sie können sich unser Webinar ansehen. Wenn Sie sagen, das war mir jetzt ein bisschen zu viel Werbung, also ein Empfehlungsprogramm kann natürlich auch ohne FirstBird gut funktionieren. 40% von Ihnen haben ja bereits ein manuelles Empfehlungsprogramm. Also auch das funktioniert natürlich reibungslos. FirstBird kann Ihnen vielleicht nur die Arbeit ein bisschen erleichtern und das Ganze mit ein bisschen mehr Spaß auch behaften. Ja, das wäre es von meiner Seite. Gibt es sonst noch etwas zu sagen? Ist vielleicht noch eine Frage gekommen oder sind wir? Wir sind in der Zeit eigentlich, ja, wir liegen perfekt in der Zeit sozusagen. Ich würde auch vorschlagen, liebe Teilnehmer, sollten Ihnen im Nachgang weitere Fragen noch einfallen oder wenn Sie einfach das Angebot von Herrn Sulzbacher nutzen möchten, sprich ihn direkt zu kontaktieren. Wie gesagt, die Kontaktdaten sehen Sie soeben eingeblendet. Was es noch zu sagen gibt, meinerseits erstmal ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Sulzbacher, für diesen wirklich sehr interessanten Vortrag. Danke auch für die rege Teilnahme und das Interesse von Ihnen, liebe Teilnehmer. Und ansonsten, ja, wie gesagt, bitte wenden Sie sich dann an Herrn Sulzbacher. Sie können sich auch gerne an uns wenden. Wir leiten dann alle Ihre Anfragen weiter. Und ansonsten wünsche ich Ihnen allen jetzt noch einen schönen Tag. Nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Genau, also da möchte ich mich auch noch kurz anschließen. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie mich da begleitet haben durch das Webinar. Und ganz unabhängig, also ich freue mich über jeden, der sich bei mir meldet und wir das Thema besprechen können, aber ganz unabhängig davon wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit Ihren Vorhaben bezüglich Empfehlungsprogramm, egal ob das jetzt mit FirstBird ist oder nicht, viel Erfolg damit und setzen Sie auf den Kanal. Das ist ein wirklich spannender Recruiting-Kanal. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke nochmals von mir. Tschüss.